Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mini-Healers. Weiter geht's. Ah, hier beim letzten Mal Heal-Power, wie gesagt, wollte ich euch nochmal zeigen. 1267 Heilungspower haben wir mittlerweile schon. Das ist schon echt viel. Und wir haben 5000... Ach ne, der hat 4172 Leben. Und geht bis weiter hinten immer weniger, weil einfach die Leute weniger Leben haben. Etwas anfälliger sind. Und ich habe auch gesehen, es gibt hier auch Runensets. Ne? Es gibt hier einen Runenatlas. Diese Runenkombination wurde bisher noch nicht entdeckt. Wir können uns für 10.000 Gold einen Hinweis kaufen. Und damit kann man also auf den Items wieder Runen platzieren, um die noch stärker zu machen. Das ist schon böse. So. Kimin Norix. Let's go. Schauen wir uns den mal an, den Newton. Und stellen wir jetzt die Stats nicht angeschaut. Ups. Sorry. Seelen. Soul Blast. Was hat er gemacht? Es kommen Seelen in ihn hinein. Sie heilen ihn wahrscheinlich. Nö. Weiß nicht genau, was sie gemacht haben. Achso, hier sehe ich es ja. Increase all damage dealt. Achso, er verursacht mehr Schaden, aber er kriegt auch mehr Schaden. 5% pro Seele. Ja, ist nicht ganz so geil. Es ist halt eine Glass Cannon, ne? Man macht halt viel Schaden, ist aber super, super schnell tot. 3000 Erfahrung, holy. Oh, da ist aber ein schönes neues Item. Was haben wir denn da schönes? Enigma, 64. Wow, übel. Alle 7 Sekunden zwei zufällige Ziele. Des nächsten Radiant Heal will be casted level. Das ist ja interessant. Gehen wir mal ganz kurz gucken, ob wir das anlegen können. Das ist ja eine Waffe, ne? 64 Heal Power. Ja, ich denke, den Riddle werden wir austauschen. 166 Healer Physical Damage. Ja, ist klar. 17,4% Effekt auf Radiant Heal und Shadow Ripple. Das heißt also, wir heilen uns unglaublich mehr. Damit. Let's go! Das macht mega Laune, das Game, wenn man sich ein bisschen gefarmt hat. So, wir warten das Ganze jetzt mal die Stats hier angucken. 50.000, aber Resistenzen gegen das, aber sonst nicht mal normale Resistenzen. Soul Blast, Soul Apocalypse. Ja, das ist was, ne, Shackle. Aber er sagt nicht, was die Seelen machen, wenn man sie absorbiert. Sehr interessant. Und Soul, ach doch, hier steht's, ne, oder? Souls can be killed by clicking on them. Okay. Killing a soul will deal ice damage to all party members. Das ist natürlich schlecht für mich. Norix ist stärker, wenn Seelen auf dem Feld sind. Das ist ja interessant. Also wirklich echt coole, interessante Taktiken hier. 200. Hätte ich bei 48, der hätte 280.000. Holy. Aber ich kann Resistenzen. Torment. Sweep. Drench. Stress. All party members receive 10% less healing. 10% verursachen 10% mehr Schaden, aber nehmen auch 10% mehr Schaden. Unholy Blessing. Puh, Alter, 280.000 Leben! Kämpf hier 3 Jahre! Na, mal schauen, ey. Alter, ich mache ihm 3000 Schaden. Holy. Warum? Ey, wie wenig Cooldown oder wie wenig Castzeit wir auf den Dingern haben. Holy shit! Ich bin eine absolute Maschine! Ist ja übel. Ey, das waren gerade 82.000 Leben beim Gegner, ja. Mir fällt gerade ein, dass das Spiel vielleicht ein kleines bisschen lauter noch machen könnte. Kleines bisschen? Ich glaube ja, ne? Mach das mal ganz kurz ein kleines bisschen lauter. Auf 12%. Ja, Steam Games sind meistens immer so ultra laut, dass sie mir einfach mein Gehör wegballern. Uncommon Child. Okay, der Rest ist nicht so geil. Continue. Letzter Gegner, The Mirror, der Spiegel. Na, wir kämpfen gegen uns selber, das ist ja ungeil. 29.000 Leben, okay. Was haben die für Skills? Auch wieder Heilung. Ja, okay, die haben ja in etwa die gleichen Skills wie wir.
Aber das dürfte eigentlich kein Problem sein. Erstmal sind wir 4. Die gehen dann nur 3. Achso, ja, ich kann natürlich den da hinten killen. Das ist natürlich sinnvoll. Irgendwie richtig, dass wir erstmal den Heiler killen. Aua. Hat wehgetan. Ist dir vielleicht nicht aufgefallen, aber ich habe HP verloren. So, genau. Können wir da hinten den schützen. Exzellent. Wie viel Leben wir mittlerweile haben. Ist ja Wahnsinn. Aber mein Tank kriegt Schaden ohne Ende. Konnte ich gerade schwer wieder zurückheilen. Mirrored Ranger. Jetzt auf den Tank, der einfach mal ewig viel Leben hat. Wusch. Ich guck danach mal, ob das zu laut war. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das passt ganz gut. Es gibt einfach mal 5700 Erfahrungen dafür. Holy, und wir haben schon wieder ein schönes Legendary-Item bekommen. Whenever Party Member takes Fire Damage, der Fire Resistance increases. Okay. Na, nicht so geil. Aber erstmal nicht doof, die Waffe. Oder das Ding. Ich komme erst weiter. Dice of Greed has been unlocked in a hidden haven. The dice offers a variety of artifacts at a cost. Some will be a good deal, some will not. Das heißt, wir haben jetzt ein neues Ding freigeschaltet. Wo ist der Würfel? Da ist er. Wir können. Purchase all. Achso, select an item. Wir können einen Ring, unknown ring or relic. Für, Alter, die kosten 3000, die kosten einfach mal nichts. Ich glaube, die günstigen sollte man sich eher nicht holen. Aber ich glaube tatsächlich, wir finden die ganzen Items schon. Das ist okay. Wir haben wieder 2 Punkte übrig. Wenn wir hier mehr Dodge-Chance dazu kriegen und hier noch ein bisschen mehr stacken, das wäre richtig böse. Aber wir können hier nächste Dings machen. Heal Power um 3% erhöhen. Spiritual, okay. Alle 10 Sekunden bekomme ich 13 Heal Power für 5 Sekunden. Dann bekommen die Heiler 13% Cast Speed für 5 Sekunden. Das ist sehr gut. Increase Rapid Shot, das ist auch wichtig, weil ich den schon habe. Das ist geil. 13% Heal Power dazu. Wenn ich 1300 habe, kriege ich einfach mal 160 Dings dazu. Heftig. Okay, jetzt habe ich noch zwei. Wo habe ich in die Sternchen investiert? Ja. Poison Damage. Party Maximum Health brauche ich irgendwie ehrlich gesagt nicht so, aber. Okay. Und da haben wir noch den letzten Skill freigeschaltet. Iron Vines, also Eisen. Ranken müssen es sein. Okay, aber nicht so geil. Ja. Gut, ich würde sagen, beim letzten Mal habe ich gesagt, wir machen die auf 3 Sterne. Das heißt, wir machen die mal auf 3 Sterne. Insane. 36.000 gibt mir aber 1206 Erfahrung. Ihr seht auch die Kill Counts hier. Gerade den habe ich unglaublich abgefarmt. 20 Kills. Ja, Bruder. Schauen wir doch mal. Er hat neue Skills, oder? Hat einen anderen Skill. Throw Boulder. Let's go. Killen wir mal den Insane Knight. Aber der wird kein großes Problem sein. Wir sind einfach etwas overlevelt gewesen. Und scheiß diese Kombination aus Dodgen. Dadurch kriege ich mehr Heal Power, dadurch kriege ich mehr Ice Damage. Ist einfach ultra. Holy. Das ist einfach nur barbarisch. 20 Sekunden gebraucht für den Insane Gegner. Herrlich. Leider nur ein so davon. Aber egal, ich habe ja gesagt, wir machen die auf 3 Sterne. Dann kriegen wir nämlich auch eine Belohnung im Heaven, soweit ich weiß. Ah, nein. Da wollte ich hin. Und wir kriegen hier so viel, seht ihr, wie viel HP, Gold und XP kriegen wir dazu. Deswegen werden wir die einfach mal alle auf 3 Sterne machen. Weil die uns einfach für die Achievements was bringen werden.
Der mehr Skills. Corrupting Strike und Noxious Wind. Let's go. Gucken wir uns den mal an. Das ist ungern, wenn du mich alle vergiftest. Vor allem, wir kriegen einfach keinen Damage, ne? Weil wir durch dieses Reactive Armor Effekt einfach super, super viel Leben dazu kriegen. Super viel Generationsrate. Das ist so lächerlich. Hier haben wir Corrupting hier. Das muss man schnell weg. Da heilt ziemlich viel. Habe ich mal ausprobiert. Da heilt bestimmt so 5% Leben. Das ist ungeil. Rapid Shot. Twin Summons. Jetzt bestimmt wieder zwei davon, aber die sind schon lange tot, bis der eine Heilung von denen profitiert. Und dann sind die auch die Ads tot, wenn wir den Boss gekillt haben. Na, die können noch nichts mehr machen. Die sind dann weg. Weg, 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 weg. Wir kriegen mal 1600 Erfahrung. Na gut. Ist okay. Wir kriegen ein Äuglein. Reduziert 5% auf Boss Damage alle 10 Sekunden für 5 Sekunden. Na, okay. Ach nee, ist das halt doch hier Gamsei. Naja. Brauchen wir gerade nicht. Auf zum nächsten. Insane. 250.000 Leben. Ordentlich Skills. Molten Strike, Blizzard, Ice Shards, Ice Armor und der Stuff Swing. Aber keine anderen Effekte. Ich weiß gar nicht, wie ich den mit 82.000 so einfach killen könnte. Wahrscheinlich hat er einfach keine Resistenzen gegen normale Angriffe oder so gehabt. So dass sie ihm einfach wirklich die 3.000 Schaden machen. Ach, guck mal, hier steht. Radiant Heal ist doch. Ne, stimmt. Das war's gewesen. Randy, ist das hier. Die haben jetzt einfach dieses Shadow Cripple bekommen. Ach doch, hier stehen die Stats. Guck mal, da eine 4 statt dran. Bis zu 100 Mal können die stacken. Na, da kann ich aber Langkampf fighten, wenn ich die 106 haben möchte. 2000 Erfahrung. Und wieder ein Legendary Item. Xier Stuff. Heal Power. Conjuration Level, Tier 1 Druid Talent. Ah, ist ja interessant. Was ist Conjuration gewesen? Kann ich auf das Maximum drüber hinaus? 83? Mal nur kurz gucken. Tatsächlich. Wow, wir können also tatsächlich overleveln. Holy, okay. Wir gucken mal, ist es sinnvoll? Eigentlich schon, wa? Ich würde den ganz gerne austauschen. Den würde ich tatsächlich rausmachen. Ich glaube, wir kriegen so viel Heal Power dazu und 2 Conjuration Level. Und das ist jetzt auch nicht so... Probenwest ist natürlich heftig. Ja, es ist... Wir verlieren ein bisschen Damage. Ist das richtig? Aber dafür kriegen wir unglaublich viel Heal Power dazu. Vor allem noch 3,5% dazu. Wir sind bei 1431 und halt Conjuring Level. Ne? Sind wir auf 7 overleveled. Auch sehr geil. Na, mal gucken. Ich behalte es erstmal. Ob es besser ist, weiß ich noch nicht ganz. Wir gucken mal. Jetzt haben wir wieder Sonne-Mond-Typis. Sunspear. Jetzt haben die. Die haben immer noch die gleichen Skills. Ah, die hatten 9. Burrow of the Moon. Reflektiert. Ein Teil des Schadens zum Angreifer zurück. Tag und Nacht, ja. Let's go. Ja, auf die Nacht. So, Nacht ist vorbei. Auf geht's zum Tag. Ich wollte gerade sagen, ist hier einer weg, aber die beiden sind vorne. Hat mich gerade ein bisschen irritiert. Shadow Cripple. Wir heilen uns um unglaublich viel. Jetzt ist der wieder dran. Na, aktuell kriegen wir sehr, sehr wenig Damage. Weil wir einfach super viel Heilung haben. Der kriegt mal einen Renew-Effekt. Piu! Erledigt. Finito. 3000 Erfahrung, immerhin. Alle Stats wieder erhöht. Ein Legendary-Item. Stormbringer. Tanks haben eine 20%ige Chance, das Ziel zu blitzen, 170 Lichtschaden zu verursachen. Nee. Nicht so geil.
8 von. Ich habe 400 Slots frei im Moment. Das finde ich auf jeden Fall sehr nice, dass wir sehr viel. Dass wir sehr viel Platz haben in unserem Inventar. Das finde ich echt gut. 9% haben wir schon erledigt. Ne, 9% kriegen wir, wa? Ne, was ist das? 9%? Noch 9% haben wir schon erledigt. Alle Achievements. Leider stehen hier keine Stats da, die ich zusätzlich bekomme. Ich glaube, da muss ich hier gucken. 7% mehr Erfahrung, 3% mehr Gold bekomme ich jetzt schon. Ist schon geil. Ja. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, an der Stelle mal wieder eine kleine Pause. Das war's mit Mini-Healer schon wieder gewesen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.